dieses kleine Kleinod, sag ich mal, nennen wir die Eibenkapelle. Viele Jahre war sie eigentlich so richtig schön in Vergessenheit geraten. Es war auch sehr zugewachsen. Keiner hat mehr diesen Ort gekannt, bis irgendwann einmal jemanden auffiel, da ist doch was. Ja, und Freunde haben dann ein wenig mehr Aufwand betrieben, haben danach geforscht, sind zum Grundbuchamt hin. Wem gehört das denn hier jetzt? Ja, es gehörte mal zur Gemeinde Immerath. Aber die Gemeinde Immerath gibt es nicht mehr und ja, jetzt gehört es Christ König in Erkelenz. Ja, aber das Eigentum ist nie umgeschrieben worden. RWE hat dann jetzt so ein Nutzungsrecht dazu bekommen und vielleicht irgendwann einmal gehört dann der Gemeinde in Erkelenz so 50 Meter, 100 Meter, 200 Meter tiefer so ein Anteil am großen Loch. Kaum vorstellbar. Die Gemeinde Erkelenz hat auch so eine Homepage mit Orten, die es nicht mehr gibt. Da werden so Bilderchen gezeigt. Da ist auch die Eibenkapelle, wie sie sie heute nennen, tatsächlich abgebildet mit einem großen Wegkreuz. Das heißt, die Menschen haben dort schon immer in der Vergangenheit am Weg ihr kleines Tagesgebet gebetet, damit sie eben halt weiter gut weiterziehen konnten, gut die Felder bestellen konnten. Ja, jetzt haben wir sie eben halt mal wieder ein wenig freigestellt. Wir haben unser gelbes Kreuz dorthin gestellt, das auch eine Geschichte hat. Nämlich dieses Kreuz ist von Gorleben bis hierhin getragen worden. In einem Monat dauernden Kreuzweg. Gut. So viel zu dieser kleinen Kapelle.